Ja, wir lauschen alle zusammen den Soundtrack hier von der Dorfbrücke. Das ist, wie gesagt, gerade unser Team. Sodamak als VM-Typen, der Kaskade und so weiter kann. Wir haben die Dorfbrücke nun abgearbeitet. Und wenn wir mal auf die Karte schauen, kommt als nächstes Tessera oder Tessera. Hier pflegt man in alten Sitten und lebt streng nach dem Gesetz. Also keine Ahnung, was jetzt kommt. Ich hoffe, euch gefällt das. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, let's go. Wir gehen weiter in der Story. Mein Opa fängt mir ein Pokémon. Das wird dann mein Freund und ich reise mit ihm zusammen durch die Ein-All-Region. Ja, dann bin ich mal gespannt. Und es geht weiter. Wir sind erstmal auf der Route 12. Und schauen, was uns dann hier als nächstes aufkommt. Wir sollten dann auf jeden Fall heute in Tessera ankommen. Und hier kommen wir nicht hin. Aber gegen die hier können wir erstmal kämpfen. Wir haben gerade, by the way, 11.11 Uhr. Alle 11.11 Uhr in die Kommentare. Das wäre doch mal nice, wenn es alle 11.11 Uhr in die Kommentare schreiben würden. So, Schuppet. Boah, sind alles Pokémon, die ich gar nicht kenne, muss ich echt zugeben. Kenne ich einfach alle gar nicht. So, Donnerblitz einfach mal rein. So, wir wechseln auf jeden Fall nicht das Pokémon. Wir lassen den jetzt einfach mal. Oh, okay, das scheint ein Wasser-Pokémon zu sein. Oh, doch nicht. Das sieht aber aus wie ein Wasser-Pokémon. Wenn ich mich hier richtig erinnere. Dann machen wir Nitro-Ladung. Let's go. Nice, das bringt gar nichts. Was ist das denn für ein Pokémon? Okay. Das war schon mal gut. Stampfer. Ist zurückgeschreckt und kann nicht angreifen. Nice. Nochmal Stampfer. Oh mein Gott, was eine Taktik. Wir können ihn einfach die ganze Zeit stampfen. Damit er dann einfach so immer wieder zurückgeschreckt ist. So, nochmal Stampfer. Perfekt. Oh, das sollte jetzt eigentlich für Famfi gewesen sein, wenn man den ausspricht. Oh no, wegen Ausdauer, ne? Aber egal, jetzt ist der down. Perfekt. Oh, was war das denn für ein Pokémon? So, machen wir mal einen Pokémon-Wechsel. Gehen wir mal auf Fasani. Der kann auch mal kämpfen. Also, falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, wo wir die Dorfbrücke und so weiter gemacht haben, schaut gerne in der Playlist vorbei. Da habe ich ganz viele weitere Videos. Sind es ja schon Folge 52. Also, falls ihr mal irgendeine Arena oder so nochmal sehen wollt, könnt ihr gerne in der Playlist zusammenschauen. So, zack, Fliegen rein. Perfekt. Fliegen ist immer eine coole Attacke. So, perfekt. Und Schneepicker. Wir lassen einfach mal Fasani kämpfen. So, let's go. Aeroas. Zack, zack. Nice. Jo. Oh, nochmal Aeroas. Tuska. Okay, da ist Aeroas Gold wert. Weil das ist, glaube ich, ein Pflanzen-Pokémon. Und das sollte auf jeden Fall down gehen. Ja, nice, perfekt. Und das war's sogar schon mit dieser Züchterin. Gut. Und wir halten natürlich noch eine Beere. Dankeschön dafür. Perfekt. Dann holen wir uns hier noch die TM53 Energieball. Die wir keinem geben werden, weil wir keinen richtigen Pflanzen-Pokémon haben. Haben wir noch einen Beleber. Was ist jetzt hier rechts? Was ist das? Oh, das scheint schon Tessera zu sein, oder? Oh, was ist das? Schauen wir mal, was das hier für ein Pokémon jetzt ist. Ein Ohrdoch. Aber das Pokémon will ich nicht. Flucht. Das ist doch das Pokémon immer aus dem Pokémon Center. So, hier haben wir die bekommen.
Okay, da ist noch ein Pokémon-Kampf. Ja, dann kämpfen wir nochmal gegen den. Schulkind Niklas. Hornliu. Perfekt. Dann hauen wir da erstmal Nitro-Ladung drauf. So muss das sein. Perfekt. Haben wir erstmal das Hornliu down bekommen. Und noch ein Bibor. Das Bibor bekommen wir bestimmt auch noch down. Jo. Auch mit Nitro-Ladung. Haben wir den auch? Zack. Okay, hat er doch überlebt. Komm schon, Nitro-Ladung. Ja, perfekt. Trotz Agilität haben wir es geschafft, dass die Nitro-Ladung überwiegt. So muss das sein, perfekt. Und dann haben wir noch einen Kokuna. Auch einmal Nitro-Ladung. Das sind alles Pflanzen-Pokémon. Und Stampfer. Let's go. Da müssen wir jetzt nicht nochmal extra Nitro-Ladung einsetzen. Und Stampfer hat da vollkommen ausgereicht. Jetzt haben wir das Schulkind auch noch besiegt. Und jetzt kommt noch hier ein Züchter oder was auch immer das ist. Oh, du trainierst deine Pokémon selbst oder bringst sie zur Pokémon-Pension? Züchter Percy. Makuhita. Jetzt kommen echt die ganzen Pokémon aus den anderen Regionen, die man fangen kann. Weil man den Pokédex ja erweitert hat. Was ist denn eure Lieblingsstadt, die jetzt nur als nächstes kommt, wo ich mich am meisten drauf freuen sollte? Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben. Nahkampf. Verteidigung sinkt und Beulenhelm. Perfekt, dadurch können wir es mit Nitro-Ladung beenden. So muss das sein. Außer Ausdauer? Ich glaube, dann können wir sie nicht besiegen, ne? Durch Ausdauer. Jo. Aber Stampfer. Und zack, das war's dann. Das war's dann jetzt erstmal komplett. Weiterkämpfen. Riolu. Kenne ich sogar. Ist ein cooles Pokémon. Haben wir Donnerblitz erstmal drauf. Oder war das jetzt dumm? Ah, nee, ist okay. Donnerblitz ist okay. Perfekt. Und noch ein Rabautz. Und dann hauen wir erstmal Hitzekoller drauf. Oh, das soll dann der Ende des Pokémon-Kampfes sein, eigentlich für beide. Jo, nice. Ja, das war's. GG. 3024 Pokédollar wieder. Und wir bekommen mal wieder eine Beere. Was auch sonst. Also man wird in diesem Spiel echt von Bären überhäuft. Wenn du dort zwei Pokémon abgehst, findet man vielleicht später ein Ei. Ah, aus der Route 3. Stimmt, da gab's ja ein... da gab's ja eine Pokémon-Pension. Stimmt, daran kann ich mich jetzt erst wieder erinnern, damals. Das ist ja schon so lange her. Das ist ja wirklich unglaublich. Gut. Flirtiamo und Flirtiamo wird in den Kampf geschickt. Gut, dass wir Zebritz und Reshiram im Team haben. Denn die werden die easy down machen. Erstmal Donnerblitz auf das linke Flirtiamo und Flammenwurf auf das rechte Flirtiamo. Zack, Donnerblitz. Down, das erste, perfekt. Einfach mal One-Hit. So, sehr. Ja, Seher trifft aber erst in 2-3 Runden.
Von daher. Und Flitjar muss sowieso down. Also, das war ein geiler Kampf. Jo, danke, danke fürs Spielen. Nach einer Runde direkt vorbei, perfekt. Super Kampf. Okay. Ah, gegen die Kämpfe einfach nochmal, damit wir dann die Route einfach mal hinter uns haben. Und das war's dann. So, Paras. So, Nitro-Ladung. Zack, nice. Ich finde aber, die Pokémon hier sind hier echt schlecht. Also, das muss ich gerade einfach mal so sagen. Also, das sind echt so Pokémon. Warum? Da sind sogar andere Pokémon schwerer gewesen. Also, vor der Pokémon-Liga. Und da kommt jetzt sowas, so. Ich meine, was sind das für Pokémon? Ich kenne die nicht mal. So, oh, Hitzekoller. So, muss auf jeden Fall down gehen. Jo, perfekt. Hau rein. Zebris ist jetzt sogar Level 68. Und das war's. 1280 Poké-Dollar obendrauf. Und jetzt Route 12. Und wir sind in der nächsten Stadt. Tessera. Das hört sich so entspannt an. Das könnte so eine Stadt irgendwie in Griechenland oder Italien sein. Einfach mal auf so in der Küste, an der Küstenregion. So in dieser Stufenform. Das kann ich mir richtig vorstellen. Das ist richtig cool. So, bevor wir das aber hier weiter erkunden, glaube ich, brauchen wir jetzt erstmal keine Kaskade mehr. Falls wir wieder Kaskade brauchen, holen wir dich auf jeden Fall wieder. Das heißt, Branawatz, komm mal wieder. Das ist, by the way, meine Box. Hier haben wir noch ein Serpi Royal, wollte ich nochmal so sagen. Weil ich ja das Spiel neu starten musste und so weiter, war hier noch ein Serpi Royal drin. Dann haben wir noch ein Skelabra, eine Zerapendra, ein Karipas, genau. Und hier ein Pokémon-Ei. Aber ich weiß nicht, soll man das Pokémon-Ei irgendwie mal ausbrüten oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Muss dir mal Bescheid sagen. So. Gut. Was kommt denn als nächstes? Als nächstes kommt... die Riesengrotte ist hier noch in der Nähe. Okay, die Riesengrotte, das ist wichtig. Daran kann ich mich noch erinnern. Da ist doch ein Legendary-Pokémon, oder? Ja, hier ist niemand. Aber Tessera ist cool. Wer tags genügend Sonne tankt, der ist nachts nicht durch die Gassen wankt. Okay, nachts scheint hier wohl keiner zu sein. Meine Mama sagt immer, wenn ich nicht brav bin und jeden Tag abend pünktlich nach Hause komme, holt sich das Monster aus dem Krater. Wahrscheinlich wegen der Riesengrotte, ne? Weil die Riesengrotte da das Legendary-Pokémon ist. Diese Route führt zu einer Bucht, die als wahres Anglerparadies bekannt ist. Tag ein, Tag aus werfe ich dort voller Zuversicht meine Angel. Boah, hier geht es sogar schon weiter. Zu Route 13. Gut. Boah. Ja, komm, lass mal hier systematisch durchgehen, dass ich hier nicht einfach überall lang renne, sondern wir fangen wirklich hier vorne an. Hier war ich schon drin, dann gehen wir mal hier lang. Ja, okay, danke. So, dann gehen wir hier rein. Hier ist niemand. Die scheinen jetzt wahrscheinlich alle draußen zu sein, ne? Also draußen sollen jetzt alle die Sonne tanken, deswegen ist keiner im Haus. Und abends sind die wahrscheinlich alle drin. Boah, das wäre so, wenn ich jetzt recht hätte damit, das wäre so krank. Deswegen studiere ich Informatik. Da weiß ich genau, wie die alle programmieren. So. Kommen wir hier nochmal lang. Da ist noch ein Pikachu-Chilla. Seitdem ich hierher versetzt worden bin, drehe ich den lieben langen Tag Däumchen. Denn nachts begegnet man keiner Menschenseele. Und so sind Verbrechen hier nicht gerade an der Tages-, ich meine an der Nachtordnung. Okay. Dankeschön für den Tipp.
Grüß dich, Reisender. Möchtest du nicht kurz einer alten Sage aus Theresa lauschen? Klar. Ich bin denn allerdings hier die Allerjüngste und so können sich meine Märchen schon mal in die Länge ziehen. Hoffentlich hast du genügend Sitzfleisch, jo. Hinter uns erschaffte sich ein riesiger Krater. Dieser entstand offenbar, als vor Urzeiten ein Meteor vom Himmel fiel und genau dort einschlug. Es heißt, dass sein Inneres eine furchterregende Kreatur barg. Nacht für Nacht, so will es die Legende, wenn bitterkalter Wind durch die Gassen feischt, suchte diese furchterregende Gestalt unsere Stadt heim, um Menschen wie Pokémon zu verschlingen. In ihrer Verzweiflung legten die Menschen mächtige Wälle an, um die Siedlung vor dem geringen Scheusal zu schützen. Wie gesagt, ich glaube, das ist das Legendary-Pokémon. Aus dieser Zeit stammt wohl auch das unbeschriebene Gesetz, wonach man das Haus nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr verlassen darf. Das ist nur eine Legende und heutzutage schenkt ihr niemand mehr Glauben. Aber komischerweise achten die Bewohner von Tessera auch heute noch darauf, vor Sonnenuntergang zu Hause zu sein. Es ist schon irgendwie merkwürdig, wie solche Überlieferungen aus uralten Zeiten auch noch unser Leben beeinflussen. Ja, dann habe ich das sogar wieder bestätigt bekommen, dass es ein Legendary-Pokémon hier gibt. Keine Ahnung, wann das freigeschaltet wird oder wann wir das bekommen. Aber das scheint eigentlich alles jetzt schon gewesen zu sein für Tessera. Jetzt geht es schon weiter zur Route 13. Let's go. Und wir können direkt den VM-Sklaven wiederholen. Weil ich da gesehen habe, dass wir Zerschneider brauchen. Ich glaube, kein Pokémon kann Zerschneider. Außer das eine halt. Alles klar. Angriff sind stark. Stampfer. Nice. Und nochmal Stampfer. So, das war's. Snubbull. So, setzt eine Nitro-Ladung ein. Ich glaube, Nitro-Ladung ist jetzt nicht mehr so stark, wenn das nicht so. Aber Beulenhelm ist immer gut. Beulenhelm ist immer sehr, sehr gut. So, Donnerblitz. Ah, Donnerblitz ist dafür sehr, sehr stark. Knilz habe ich auch noch nie gehört. Habe ich auch, glaube ich, noch nie gesehen, wenn ich mich richtig dran erinnere. Sehr gut. Ja. Also das sind zwei Bäume. Oh, was sind das? Ein Sonnenfell. Sonnenfell, das ist ja cool. So, flüchten wir aber erstmal. Oder kann hier jemand von euch Zerschneider? Ah, das ist ein Item. Da müssen wir jetzt einmal kurz zurück und ein Lunastein. Sonne und Mond zusammen, nice. Naja, was soll's. Dann holen wir halt unser Branawatz, unser Sodamark wieder und tun dafür Branawatz weg. Gehen wir nochmal kurz hier bei Tessera rein. So. Dann tauschen wir einfach mal. Zack, zack. Zack. So. Wir holen dich dann gleich wieder. Also, wenn wir in der nächsten Stadt sind. Hoffentlich. Ja, wird wahrscheinlich nicht mehr diese Folge sein, aber dann in der nächsten Folge bist du wieder da, Branawatz. Keine Sorge. Oh, ein Feld sind wir drin. Und direkt kommt wieder so ein Lunastein. Was will der eigentlich, dieser Lunastein immer? Flucht. Da, komm, zerschneiden. Ja. Zack, genau dafür haben wir. Dankeschön, Top Ether, unseren VM-Sklaven jetzt. Zack. Okay. Hier scheint aber noch einiges zu sein. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge uns anschauen. Dann werden wir diese Route hier machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir heute wieder eine Folge gemacht haben. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein und ciao.